Ja, die Mineralien ist für uns eine sehr wichtige Messe, eine sehr interessante Messe. Sie ist auch international eine der größten Mineralienmessen und Ausstellungen weltweit. Und insofern deckt sie hier im norddeutschen und im nordeuropäischen Bereich eine ganz wichtige Kundenschar ab, die zu uns kommt aus den Nordländern, aus den skandinavischen Ländern. Die Ausstellung hier, die ist also sehr vielfältig mit ganz viel Auswahl an Schmuck, an Mineralien, an Besonderheiten. Es ist einfach ein ganz besonderes Erlebnis. Good. I'm very, very glad to be in Hamburg. It's my first time in Hamburg and my first time ever at a mineral fair. So it's great to be here. I've been collecting agates for 40 years. I read geology at Strathclyde University in Glasgow and have been collecting agates probably obsessively ever since. I thoroughly enjoy it. But that is natural Baltisch Bernstein. Ja, nichts Besonderes. Das ist auch ins Fernsehen. Das hier? Ja, die Kinder sollen hier aus einem Rohbernstein selbst ein kleines Schmuckstück herstellen. Und dann lernen die auch gleichzeitig, dass Schleifen von Edelsteinen eben anstrengend ist und das halt ohne Schleif aber nicht glänzt. Und die sehen hier so viele glänzende und funkelnde Sachen. Und ja, so können sie es mal selber machen. Und das Schönste ist, sie können es halt mit nach Hause nehmen. Die Arbeit mit den Kindern, das macht sehr viel Spaß. Dass viele Schulklassen kommen, ist eigentlich immer was los. Genau, und wir machen es gerne. Auf die Haut ein bisschen legen. Okay. Right.